Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von O1 Aktuell. Die Stadt Oldenburg ist als Mitglied des Bündnisses Städtesicherer Häfen bereit, unbegleitete Minderjährige aus einem der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln aufzunehmen. Ein entsprechender Beschlussvorschlag wurde dem Stadtrat am Montag zur Entscheidung vorgelegt. Zu dieser Entscheidung dann gleich mehr und das haben wir sonst noch für Sie. Hilfe in der Pflege, Frühjahrsempfang der Arbeiterwohlfahrt. Europäisches Parlament, Simulation in Oldenburg. Öffentliche Versicherung, Bilanz vorgestellt. Bilanz die zweite, die Zahlen der LZO. Turbometrik, Messungen im Windkanal. Und Wunschkinder, Theater in der Kulturetage. Nach Angaben der Initiative Equal Rights Beyond Borders leben derzeit mehr als 41.500 Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen in den für nur 9.000 Menschen ausgelegten Lagern in der Ost-Ägäis. Ein Drittel der Menschen seien Kinder, mehr als die Hälfte von ihnen jünger als 12 Jahre. Das Bündnis Städtesicherer Häfen, in dem auch Oldenburg Mitglied ist, will hier helfen. Die Deutsche Welle berichtet aus Moria auf Lesbos. Die Bilder über die haltlosen Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln gehen um die Welt. Die Engagierten der Seebrücke Oldenburg haben sofort mit einem Aktionstag reagiert und am 8.2. Unterschriften für einen offenen Brief an die hiesigen Vertreter des Bundestages gesammelt, den letztendlich 30 Oldenburger Initiativen und 160 Einzelpersonen unterschrieben haben. Die Seebrücke fordert die Aufnahme von Kindern aus den Flüchtlingslagern. Weil sie dort in verheerenden Zuständen sich derzeit befinden. Die sind unbegleitet, viele davon, das sind ungefähr 4.000. Das sind kleine Kinder zum Teil und auch Jugendliche. Und die leben, wie gesagt, in Zelten ohne Heizung, ohne ausreichende medizinische Versorgung. Viele sind traumatisiert, die sind geflohen, wie gesagt, aus Syrien. Dort ist Krieg nach wie vor und Vertreibung. Und die brauchen eine menschenwürdige Unterkunft. Oberbürgermeister Krogmann reagiert sofort und bereits zur nächsten Ratssitzung wird eine Beschlussvorlage zur Aufnahme von Kindern vorgelegt, denn schließlich ist die Stadt Mitglied des Bündnisses Städtesichere Häfen. Unterstützen Sie das Anliegen und sind Sie bereit, sich konkret dafür einzusetzen, dass Kinder und Jugendliche aus den Lagern aufgenommen werden? Und was können Sie konkret dazu tun? Und drittens eine Frage, die wahrscheinlich an alle geht. Welcher Unterstützung bedarf es Ihrer Meinung nach für eine gelungene Aufnahme der Kinder in Oldenburg und von wem? Und hierzu hätten wir auch einen konkreten Vorschlag, nämlich einen runden Tisch, den man vielleicht einrichten könnte mit allen dazu beteiligten, verantwortlichen und kompetenten Institutionen und Personen. Wir von der Seebrücke Oldenburg wären jederzeit bereit, daran mitzuwirken. Vielen Dank. Die Seebrücke stellt eine Einwohnerfrage zur Aufnahme von Kindern. Dann folgt die Beschlussvorlage der Stadt als Tagesordnungspunkt. Der Beschluss erfolgt fast einstimmig. Die AfD ist dagegen. Bei einer Gegenstimme mit sehr großer Mehrheit so beschlossen. Einige Ratsmitglieder und nicht zuletzt auch der OB reagieren fassungslos. Denn schließlich, und das wurde zuvor ausführlich erklärt, geht es für die Stadt Oldenburg um einen humanitären Akt, der nur wenige betrifft. Man muss aber sagen, das geht wirklich nur um einen sehr kleinen Personenkreis, um 4 bis 5 etwa, die wir dann aufnehmen würden. Wenn Deutschland insgesamt 1.000 Flüchtlinge aufnehmen würde, dann würden nach dem Königsteiner Schlüssel, so heißt das so schön, dann eben 3, 4 oder 5 dann nach Oldenburg kommen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass eben im Verwaltungsausschuss alle Fraktionen das mitgetragen haben, sodass wir wirklich dieses Signal jetzt geben können. Nun soll ein Brief an die Bundesregierung Oldenburgs Bereitschaft zur Aufnahme der Kinder versandt werden. Sie wissen, dass wir jetzt erst dem Bundesinnenminister schreiben müssen, denn die rechtlichen Voraussetzungen sind noch nicht geschaffen. Wir hoffen aber, dass das gelingt, jetzt mit dem Druck aller Städte da noch ein menschliches Signal zu setzen und dass es uns wirklich gelingt, zumindest die Kinder aus den schlimmsten Verhältnissen herauszuholen, die dort im Moment erfrieren oder anderen Unbillen ausgesetzt sind, wie es leider täglich im Fernsehen zu sehen ist. Wie die Ratsfraktionen sich ausdrücken, geht es bei 3 bis 5 Kindern um eine Frage der Menschlichkeit und um eine Selbstverständlichkeit. Die Rede des AfD-Vertreters bezeichnete die Piratenpartei als widerlich und Krogmann als verquarzten völkischen Blödsinn. Ich bin allerdings ehrlich gesagt noch ganz unter dem Eindruck dieses verquarzten völkischen Blödsinns, den Sie hier von sich gegeben haben. Und wie absurd! Der Bedarf an Pflegekräften ist riesig. So lautete der Tenor des Frühjahrsempfangs des Bezirksverbandes Weser-Ems der Arbeiterwohlfahrt. Als Hauptredner hatte die AWO Arbeitsminister Hubertus Heil eingeladen. Im PFL hat die AWO Weser-Ems wieder zum alljährlichen Frühjahrsempfang geladen. Dieses Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto
Gute Arbeit, Beitrag zur Sicherstellung der Pflege. Auch für prominente Gäste aus der Politik war gesorgt. So waren neben dem Oberbürgermeister Jürgen Krogmann auch der Bundestagsabgeordnete Dennis Rohde sowie der Ehrengast Hubertus Heil vertreten. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales war extra aus Berlin angereist. Er erklärt, warum er die Einladung der AWO nicht ausschlagen konnte. Es gibt mehrere Gründe. Oldenburg ist eine tolle Stadt, aber vor allen Dingen ist die Arbeiterwohlfahrt eine tolle Organisation. Die hat übrigens 100. Geburtstag gerade gefeiert. Starker Wohlfahrtsverband, der mich heute eingeladen hat, ein bisschen was über die Zukunft des Sozialstaats, vor allen Dingen über die Zukunft der Pflege zu sagen. Das ist einer der großen Menschheitsfragen in den 20er Jahren. Wie gehen wir als Gesellschaft mit Pflege um? Mit den zu pflegenden Menschen, mit den Angehörigen, aber auch mit denen, die in der Pflege arbeiten, die besser bezahlt werden müssen. Das sind die Themen heute und deshalb bin ich gerne nach Oldenburg gekommen. Die Pflegebranche hat hierzulande momentan nicht den besten Ruf. Und auch der Minister weiß, dass noch einiges getan werden muss. Denn jeder Pflegebedürftige in Deutschland hat das Recht auf eine gute und vor allem menschenwürdige Behandlung. Ja, jeder, der das schon mal erlebt hat, kann das sehr praktisch nachvollziehen, wenn ein Angehöriger beispielsweise pflegebedürftig wird. Und wir alle erleben, dass es immer mehr pflegebedürftige Menschen gibt, dass zum Beispiel immer mehr Menschen demenziell erkrankt sind. Die müssen gut versorgt werden. Und zwar nicht nur sauber und satt, wie es früher hieß, sondern eben medizinische Versorgung. Es geht aber auch darum, dass es Zuwendung gibt, dass es Zeit gibt. Und das ist eine Riesenherausforderung, weil wir schon jetzt Fachkräftemangel haben. Wir müssen mehr dafür tun, dass die Menschen, die in der Pflege auch professionell arbeiten, besser bezahlt werden, bessere Arbeitsbedingungen haben. Darum geht es ganz konkret in diesem Jahr nicht nur mit Pflegemindestlöhnen, sondern am besten mit einem Tarifvertrag für die Altenpflege. Das sieht Dr. Harald Groth, Vorsitzender der AWO Weser-Ems, genauso. Er macht besonders auf die Probleme in der ambulanten Pflege in der Region aufmerksam. Hier vor Ort in der Region brauchen wir endlich eine gute Regelung für die ambulante Pflege, die sehr prekär refinanziert. Die sind alle hochdefizitär, da muss sich viel verbessern. Das ist ganz wichtig und da müssen wir mit den Kassen endlich einig werden, wie man die auf gute Füße stellt, damit in den ambulanten Diensten auch Tarif bezahlt werden kann. Das ist eine schwierige Arbeit. Und wenn man da nicht wenigstens Tarif bezahlt, kriegt man keine Leute mehr. Leider sind auch hier in der Region die Zahl der Pflegeplätze oft zu knapp. Auch das liegt am wachsenden Personalmangel, so Dr. Harald Groth. Aus meiner Sicht gibt es keinen Mangel an Plätzen. Es gibt aber ein anderes Problem, was die Öffentlichkeit oft gar nicht wahrnimmt, dass in den Pflegeheimen Fachkräfte fehlen und deswegen Pflegeplätze nicht nachbelegt werden dürfen. Dann stehen Leute vor der Tür, Familien, brauchen dringend einen Pflegeplatz. Der ist auch zur Verfügung, aber mangels Fachkräften kann er nicht vermietet werden. Das ist ein aufwachsendes Problem. Die Zahl der Pflegebedürftigen soll in den nächsten 10 Jahren von 3,7 Millionen auf 4,6 Millionen anwachsen. Und schon jetzt herrscht Personalmangel. Um dagegen vorzugehen, ist eine gesetzlich festgelegte tarifgebundene Bezahlung ein guter Anfang. Allerdings muss natürlich der Status des Berufes im Allgemeinen deutlich gestärkt werden. Gute Pflege in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zu gewährleisten, wird mit Sicherheit nicht billig. Aber das kann am Ende des Tages nicht das entscheidende Argument sein. Das ist eine Riesenkraftanstrengung für unsere Gesellschaft, aber es muss gemeinsam gelingen, weil die Menschlichkeit unseres Landes sich in der Frage entscheidet, wie wir mit Pflege umgehen. Letzte Woche fand in Oldenburg ein besonderes Planspiel statt. Bei der CMAP, der Simulation des Europäischen Parlaments, schlüpfen die Teilnehmenden für 3 Tage in die Rolle von Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Schwerpunkt in diesem Jahr: Umweltpolitik. In Oldenburg wurde im Alten Landtag am Freitag die CMAP eröffnet. CMAP, das steht für Simulation Europäisches Parlament. Nach der Premiere 2019 findet sie dieses Jahr erst zum 2. Mal überhaupt statt. Es werden fast 140 Schülerinnen, Schüler sowie Auszubildende und Studierende für 2 Tage in die Rolle eines Mitglieds des Europäischen Parlaments schlüpfen. Bei der Eröffnung waren auch hochrangige Besucher wie der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne und die Europaministerin des Landes Niedersachsen Birgit Honé im Alten Landtag vertreten und hielten Eröffnungsreden. Frau Honé erklärt, warum sie sich die CMAP auch dieses Jahr nicht entgehen lassen konnte. Naja, weil sich die jungen Leute hier mit ganz starken Engagement für die europäische Sache einsetzen. Wir sagen ja immer, die Zukunft der Europäischen Union, das ist die Zukunft der jetzt ganz jungen Menschen. Und wenn wir jetzt hier erleben in Oldenburg, dass sie sich wirklich mit den zentralen Fragen, wie jetzt heute zum Beispiel Klimaschutz, beschäftigen und eben nicht nur
Fragen stellen, sondern auch möglicherweise über Ideen reden, über Antworten reden. Das ist ein tolles Engagement und zeigt, wie Demokratie funktioniert. Und das machen die hier wirklich fantastisch. Das Grundkonzept der politischen Planspiele gibt es schon länger. Allerdings ist die Idee einer Simulation des Europäischen Parlaments noch ziemlich neu. Einer, der diese Idee mit auf den Weg und schließlich in die Tat umgesetzt hat, ist Maximilian Kürten. Der Kommissionspräsident der SIMEP verdeutlicht, warum es allerhöchste Zeit war, Europa bei politischen Planspielen mehr in den Fokus zu setzen. Wir haben uns nur überlegt, was ist nah am Menschen dran und was ist nah an uns Schülern dran. Und Europa muss stärker werden in den Köpfen, Europa muss weiter wachsen und das Verständnis für Europa muss größer werden, weil Europa ist nah an unserer Lebensrealität und deswegen gibt es die Simulation des Europäischen Parlaments. Als Teilnehmer vertritt man bei der SIMEP nicht zwingenderweise seine eigenen Positionen, sondern die der Fraktion, welcher man als Abgeordneter angehört. Doch gerade das ist es, was es für die Teilnehmer so spannend macht. Man setzt sich mit politischen Positionen auseinander, man setzt sich ja nicht nur mit den eigenen auseinander, man kennt das ja auch von anderen politischen Planspielen, man übernimmt nicht die Rolle, nicht unbedingt die Rolle, die man selber normalerweise hat. Also man lernt auch in die Rollen anderer zu schlüpfen, vielleicht mal eine andere Sichtweise einzunehmen, zu diskutieren, zu argumentieren und Reden zu halten vor einem großen Publikum. Das sind alles Komponenten, die sehr, sehr interessant sind, sehr wichtig sind für solche Planspiele. Was in den Planspielen Erlernte, kann dann vielleicht irgendwann in der Realpolitik angewendet werden. Zumindest ist das die Hoffnung der Europaministerin. Also engagierte Leute brauchen wir auf allen Ebenen. Und hier kann man schon mal gucken. Da entpuppen sich doch die einen oder anderen, also wirklich rhetorisch begabte Talente, aber auch als Menschen, die auch in jungen Jahren schon wirklich sehr überzeugend auftreten und sich für die Dinge, die ihnen wichtig sind, einsetzen. Und das ist für mich eine Freude, das zu beobachten, weil da ist mir nicht bang um unsere Zukunft. Umso wichtiger, dass das Projekt im nächsten Jahr weiter fortgeführt wird. Wir haben das gerade in der Eröffnungszeremonie gehört. Die Politik ist begeistert, die haben Lust, uns zu unterstützen. Die Teilnehmer haben gestern schon eine tolle Debatte erlebt, die sind da sehr zufrieden rausgekommen. Wir haben uns noch lange unterhalten, direkt Leute getroffen, die das Projekt weiterbringen wollen, die mitmachen wollen, die vielleicht auch organisatorisch ein Teil der SIMEP werden wollen. Das sind doch gute Neuigkeiten. Sowohl für die Politik als auch für mögliche neue junge Teilnehmer, die Lust haben, nächstes Jahr dabei zu sein. Ob als Parlamentarier oder auch als Organisator. Wie verlief das zurückliegende Geschäftsjahr? Was erwartet man 2020? Es sind verständlicherweise immer dieselben Fragen, die die Bilanzpressekonferenzen beherrschen. So auch diese Woche bei der öffentlichen Oldenburg. Die öffentliche Oldenburg stellte am Mittwoch ihre Bilanzzahlen vor. Die öffentliche Landesbrandkasse und öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg zeigten sich sehr zufrieden mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019. Insgesamt wuchsen die Beitragseinnahmen der öffentlichen Oldenburg um 5,5% auf mehr als 259 Millionen Euro. In der Region ist laut dem Vorstandsmitglied Jürgen Müllender jedes fünfte Auto bei der öffentlichen Oldenburg versichert. Im Gegensatz zum Jahr 2017 blieb die Region 2019 von Stürmen weitgehend verschont. Trotzdem wirken sich extreme Wetterereignisse zunehmend auf das Versicherungsgeschäft aus. Es gab auch einige große Brandereignisse, die nicht auf das Wetter zurückzuführen waren. Dazu Dr. Ulrich Kniemeyer, Vorstandsvorsitzender der öffentlichen Oldenburg. Wir hatten einige schwere Brandschäden in diesem Jahr. Allerdings haben wir dort auch schnell reagieren können und auch schnell sanieren können. Insofern sind wir mit einem blauen Auge auch davongekommen, was die Schadenbilanz angeht. Die Beitragsentwicklung der öffentlichen war hervorragend. Wir haben viele Marktsegmente weiter ausbauen können und werden jetzt frohen Mutes auch schauen auf die Aufsichtsratssitzung Anfang Mai. Das Kerngeschäft der öffentlichen Oldenburg bleiben klassische Versicherungen. Die Versicherung entwickelt aber auch Angebote, die sich der verändernden Nachfrage anpassen, wie Cyberversicherungen oder beim Thema Nachhaltigkeit entsprechende Geldanlagen im Bereich Sustainable Finance. Die öffentliche Oldenburg selbst will sich auch nachhaltiger aufstellen. Wenn Sie das Thema Klimawandel ansprechen und das Thema Nachhaltigkeit ansprechen, dann sind wir dabei, auch in der eigenen Gebäudesubstanz zu arbeiten. Wir haben ja alle Geschäftsstellen im Oldenburger Land praktisch unter Vertrag, dort wo Sie unsere Vertretung finden. Und da gibt es sehr unterschiedliche Bausubstanz. Und auch dort renovieren wir Schritt für Schritt in nachhaltigere Bausubstanz. Und ist das ein kleiner Beitrag schon zum Umweltschutz?
Die Versicherung möchte sich auch mit dem Zentralgebäude neu positionieren. Die Zentrale am Staugraben wurde Ende der 70er Jahre gebaut. Wir planen einen Neubau in der Mosselstraße, möchten aber den Standort hier beibehalten und sind mit der Stadt auch in guten Gesprächen, das zu realisieren. Wir werden einen Wettbewerb starten im Laufe des Jahres 2020 und hoffen dann wirklich konkrete Modelle zum Anschaffen, Anfassen auch für die Öffentlichkeit und uns zu haben. Und dann weiß man, wie ein Gebäudekörper aussehen kann. Auch bei der LZO, der Landessparkasse zu Oldenburg, schaute man diese Woche auf die Zahlen. Die Landessparkasse zu Oldenburg, kurz LZO, hat das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen. Bei der Bilanzpressekonferenz erklärte der Vorstandsvorsitzende Michael Tannhäuser, dass sich das Geschäft mit Krediten und Einlagen sehr erfreulich entwickelt hat. Im Wohnungsbaugeschäft gab es Zusagen über 722 Millionen Euro, 12,6% mehr als im Vorjahr. Die überwiegend mittelständischen Unternehmen im Oldenburger Land unterstützte die Sparkasse mit knapp 1 Milliarde neuer Kredite für ihre Investitionen. Damit ist sie ein Konjunkturmotor und Wachstumsfinanzierer für das Oldenburger Land. Auch die Einlagen der Kunden sind außerordentlich stark gestiegen. Die LZO verzeichnet Kundeneinlagen von rund 8,2 Milliarden Euro, 7,6% mehr als im Vorjahr. Also zuerst möchte ich erwähnen, dass uns unsere Kunden wieder außergewöhnlich großes Vertrauen geschenkt haben. Und die Attraktivität war so ausgeprägt, dass wir unsere Kundenbasis um 23.000 neue Kunden verbreitern konnten. Wir hatten ein lebhaftes Einlagen- und Kreditgeschäft und trotz der Herausforderung, ich nenne nur die Stichworte Niedrigzins und Regulatorik, sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Zum Thema Verwahrentgelte, Negativzinsen hat die LZO eine klare Position. Die weit überwiegende Zahl der LZO-Kunden, rund 99%, werden aktuell und auch nicht in überschaubarer Zukunft mit Verwahrentgelten konfrontiert sein. Man kann zwar die Rahmenbedingungen durch die Zinspolitik der EZB nicht ignorieren. Deshalb werden lediglich bei großen Einlagebeständen und neuen Kunden ab 500.000 Euro individuelle Gespräche und Vereinbarungen über alternative Modelle geführt. Ebenso klar ist die Haltung der LZO zu ihrem Filialnetz. Die LZO geht hier bewusst einen anderen Weg. Wir sehen den Trend, dass Kunden digitale, komfortable Zugangskanäle sich wünschen zur LZO. Dem entsprechen wir natürlich. Und gleichzeitig gibt es gerade in dieser heutigen Zeit ein großes Bedürfnis nach persönlicher Beratung. Und deshalb bleiben wir unserem breiten Filialnetz treu gegenüber. Wir haben nicht vor, Filialen zu schließen und setzen eher auf ein modernes Videoberatungssystem, was es in der Zukunft ermöglicht, Service von 8 bis 8 Montag bis Freitag anzubieten. Dieses innovative Service- und Beratungsangebot per Video heißt Amelie. Es gibt es bereits in 3 Filialen, unter anderem auch in Friedrichsfehn. Mittelfristig werden alle LZO-Filialen mit Amelie ausgestattet. Auch das gesellschaftliche Engagement bleibt für die LZO eine Kernaufgabe. Man verdient sein Geld hier und gibt es auch hier wieder aus. Besonders gern als Förderer und Sponsor von Projekten in Gesellschaft, Kultur, Sport und Wissenschaft. Die gute Botschaft ist, es geht natürlich weiter mit der Förderpolitik. Sie wissen, wir sind der Region fest verbunden. Wir sind die Sparkasse des Oldenburger Landes. Und nach einer fairen Dotierung unserer Position Eigenkapital wollen wir in unverminderter Höhe den Zwecken für Soziales, Sport, Kunst und Kultur weiter entsprechen. Und was wir besonders gerne machen, wir haben besonders gern die Rolle des Anschubfinanzierers, dass wir ein Projekt starten, andere Sponsoren einladen, an unsere Seite zu treten. Und so konnten wir im vergangenen Jahr 3,7 Millionen Euro in dieser Rubrik aufwenden und wir haben damit knapp 1.000 förderungswürdige Projekte unterstützen können. Nachdem alle Kosten verrechnet sind und für die eventuellen Risiken angemessen vorgesorgt werden konnte, weist die LZO unverändert einen Jahresüberschuss von 20 Millionen Euro aus. Er wird ebenfalls die Rücklagen der LZO weiter stärken. Für 2020 und die nahe Zukunft ist man im Hause der LZO weiterhin zuversichtlich und bleibt positiv gestimmt. Weitere Informationen gibt es unter www.lzo.com. Wie verformen sich Rotorblätter bei Windböen?
Im Forschungsprojekt Turbometrik untersuchen Wissenschaftler der Jaderhochschule, der Universität Oldenburg und der Hochschule Emden-Leer, wie sich Windkraftanlagen bei Turbulenzen verformen. Erste Messungen werden zurzeit im Windkanal durchgeführt. Wer schon einmal mit dem Flugzeug unterwegs gewesen ist, hat vermutlich auch erlebt, wie sich sogenannte Turbulenzen anfühlen. Dass diese nicht nur auf Flugzeuge wirken, sondern auch unter anderem auf Windkraftanlagen, ist den meisten jedoch nicht bewusst. Am Forwind Center für Wind Energy Research an der Karl von Ossetzky Universität in Oldenburg arbeiten momentan Wissenschaftler genau an dieser Thematik. Dr. Gerd Gülker ist Physiker und Teilprojektleiter von Turbometrik. In diesem konkreten Projekt geht es darum, herauszufinden, welche Lasten auf Windkraftanlagen erzeugt werden, wenn sie einer turbulenten Luftströmung, wie das normalerweise draußen der Fall ist, ausgesetzt werden. Und wir wollen herauskriegen, was sind die Situationen, welche Windsituationen müssen vorliegen, damit sich besondere Lasten ausbilden, mit dem Ziel natürlich, diese Lasten dann erstmal zu messen und dann natürlich auch Strategien zu entwickeln, damit diese Lasten minimiert werden können. Rund 3,5 Millionen Euro habe der Windkanal der Universität gekostet und werde auch für andere Forschungsprojekte genutzt. Mit rund 30 Meter Länge und einer erzeugbaren Windstärke von ca. 150 Kilometern pro Stunde sei die Oldenburger Anlage in ihrer Größe und in ihren Anwendungsmöglichkeiten besonders. Simon Nietiet von der Jaderhochschule weiß um die weiteren Besonderheiten in Oldenburg, die für die Forschung in diesem Bereich nützlich seien. Das Besondere an dieser Anlage hier in Oldenburg ist, die Rotorblätter haben erstmal eine Länge von 900 mm. Das heißt, sie sind um ungefähr einen Faktor 70 kleiner als eine Realanlage. Und die rotiert sich aber deutlich schneller. Die rotiert mit 600 Rotationen pro Minute. Das ist ungefähr 50 Mal schneller als in echt. Und durch diese hohe Rotation haben wir eine sehr hohe Geschwindigkeit. Und dadurch haben wir diese hohe Dynamik zu erfassen. Das ist halt sehr schwierig mit einer Messtechnik. Dafür verwenden wir die Fotogrammetrie an und Highspeed-Kameras. Das heißt, wir haben Kameras, die machen ganz bis zu 1000 Bilder pro Sekunde. Und aus diesen Bildern können wir dann die Information ableiten. Natürlich gehe es in erster Linie zwar um die Forschung, jedoch arbeite man auch eng mit der Windindustrie zusammen, die von den Ergebnissen natürlich am ehesten profitieren und des Weiteren auch viel Erfahrung aus der realen Anwendung mitbringen können. Hierzu Herr Nietiet. Wir sind halt in der Windenergie, also wir beobachten hauptsächlich Windenergieanlagen und da profitieren dann eindeutig auch dann die Windenergieanlagenhersteller von. Dadurch, dass wir diese Versuche hier durchführen, können wir natürlich Ergebnisse rausgeben oder auch Empfehlungen geben, wie man dann die Anlagen dann regeln muss. Und davon profitieren halt hauptsächlich die Windenergieanlagenhersteller. Das Projekt wurde 2018 vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium für 3 Jahre bewilligt und mit einer Summe von rund 1,3 Millionen Euro durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Wer sonst noch an dem Projekt beteiligt ist, weiß Dr. Gerd Gülker. An diesem Projekt sind zunächst 3 Hochschulen beteiligt. Das ist die Jade-Hochschule und die Universität, die Karl von Ossetzky Universität hier in Oldenburg. Und als weiterer Partner haben wir auch die Fachhochschule Emden dabei. Sicher ist, dass auch in Zukunft erneuerbare Energien immer wichtiger werden und Projekte wie Turbometrik dazu beitragen, dass die Kosten für diese gesenkt werden, um sie noch profitabler zu machen. Was zum einen für die Umwelt, aber auch für die Wirtschaft von Nutzen ist. Am Dienstag hatte es Premiere, das Stück Wunschkinder im Theater K in der Kulturetage. Ein Generationsdrama zwischen Null Bock und Eltern, die immer nur das Beste wollen. Ein Stück also, in dem sich alle wiederfinden. Und, sind Sie ein Wunschkind? Haben Sie Wunschkinder? So kurz und prägnant die Frage, so schwierig ist sie manchmal zu beantworten. Und so hadern auch Bettine und Gerd mit ihrem Sohn Marc, der vor ein paar Monaten mit Ach und Krach sein Abi geschafft hat. Seitdem hängt er zu Hause rum, tut nichts als schlafen, Fernsehen, kiffen, den Kühlschrank leerfressen und Party machen natürlich. Es ist alles nur ein Joke. Sehen das deine Kumpels auch so? Du sagst immer, es ist dir scheißegal, was andere machen. Gibt es etwas, was dich interessiert? Irgendetwas, was du ausprobieren möchtest, wobei ich dir helfen kann, irgendeine Idee. Keine Initiative, kein Plan, erstmal chillen, was besonders Vater Gerd zur Weißglut treibt. Druck machen hilft nicht, Diskussionen schon gar nicht, aber ganz raushalten und einfach machen lassen, wie es Bettines alleinerziehende Schwester Katrin vorschlägt, ist auch keine Lösung. Wenn er irgendeinen Plan, irgendeine Idee hat, dann bin ich zufrieden. Ist das zu viel verlangt? Er ist wie alle in seinem Alter, okay?
okay. Ich wollte dich das auch gar nicht fragen. Dann lass es einfach. Was hat man bloß falsch gemacht? Was hier klingt wie ein klassischer Generationskonflikt, ist für Regisseur Markus Weiß, der Wunschkinder in der Kulturetage inszeniert, aber weit mehr. Mehr als ein Generationskonflikt. Also es geht grundsätzlich. Also wie gehe ich miteinander um? Wie viel Raum lasse ich meinem Mitpartner, mit Menschen, meinen Kindern, meinen Eltern? Also universell, würde ich es fast sagen. Als Marc Selmer kennenlernt, die in puncto Zielstrebigkeit sein genaues Gegenteil ist, scheint es auch mit seiner Antriebskraft aufwärts zu gehen. Selmer, die an der Abendschule gerade ihr Abi nachholt, zwei Jobs hat und sich auch noch um ihre psychisch labile Mutter Heidrun kümmert, will sogar mit Marc zusammenziehen. Warum will er mich kennenlernen? Ist er so altmodisch? Ich wollte das, damit du dir keine Sorgen mehr machen musst, wenn ich abends lange rausgehe. Ich mache mir keine Sorgen. Blödsinn. Aber es passiert eben so viel. Nein, nichts passiert. Hörst du denn keine Nachrichten? Es passiert nicht hier. Das kann man nie wissen. Gerade hier ist die Gefahr so groß. Das sagen die jeden Tag. Hör auf damit! Gut, wenn ich weiß, dass immer jemand bei dir ist, der dich beschützen kann. Oh Mann, ich bin schwanger! Dann wird Selma schwanger und Marks Eltern blühen auf. Endlich wieder eine Aufgabe. Marks Vater referiert Lösungsstrategien. Seine Mutter kommt zu der Lösung, dass es am besten wäre, wenn das Kind bei ihr aufwächst und sie so alle Fehler wieder gut machen kann, die sie bei ihrem Sohn gemacht hat. Und Selmas Mutter vermittelt ihrer Tochter, sie solle bloß nicht ihre eigenen Fehler wiederholen. Also die Eltern in dem Stück, die machen das nicht aus Boshaftigkeit oder so. Sie glauben wirklich, das ist ein Top-Vorschlag, den sie ihrem Jungen da machen. Auch die Mutter von Selma glaubt, sie ist da sehr förderlich für ihre Tochter. Aber beide Modelle, glaube ich, sind dabei, die Kinder so zu gängen, dass sie da kaum rauskommen, dass sie nicht wirklich ihren eigenen Weg finden können. Gespielt wird Wunschkinder im Theaterkader Kulturetage auf einer minimalistisch eingerichteten Bühne, die den Schauspielern dafür aber umso mehr Freiheiten lässt und Möglichkeiten offenbart. Hast du mir irgendwas zu sagen? Nein, ich lade mein Handy und dann gehe ich wieder. Das ist alles? Ja. Lass mal fragen, wo du warst. Ich musste nachdenken. Weil ich wollte nicht wieder, dass wir im Theater wieder einen Tisch haben und Gläser und Stühle und dann haben wir einen anderen Tisch, dann sieht man, okay, die haben einen anderen Status, diese Familie, sondern ich wollte, dass die Schauspieler alle mit denselben Dingen umgehen, die nicht definiert sind. Also diese Teile, die arbeiten viel mit Tonnen, diese Tonnen sind Stühle, diese Tonnen sind Computer, diese Tonnen sind etwas, womit ich jemanden einbauen kann, also eng beengen kann. Ich kann daraus eine Sitzliege machen, ich kann daraus einen Turm bauen. Und ich habe verschieden fahrbare Wände, mit denen ich Räume abgrenzen kann, eingrenzen kann. Und da ist die Fantasie der Schauspieler gefragt und die Fantasie der Zuschauer ebenso. Welche Wünsche projizieren wir auf unsere Kinder und wie kommen diese in einer Welt mit einem Überschuss an Optionen, aber auch mehr oder weniger gut getarnten elterlichem Druck zurecht? Wer entscheidet, was akzeptable Lebensziele sind, was ein glückliches Leben ist? Antworten bekommt man auch nach knapp 2 Stunden Theater nicht, aber das wäre vielleicht auch ein wenig zu viel verlangt. Wunschkinder ist noch die nächsten 2 Wochen jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag im Theater K zu sehen. Und das bei Regen oder Sonnenschein. Ein recht sonniger Tag war das heute. Nach 9 Grad geht das Thermometer in der Nacht auf 2 Grad zurück. Am Samstag ist es wechselhaft, stürmisch und regnerisch bei 10 Grad am Tag und 5 in der Nacht. Und auch am Sonntag bleibt es gleich. 9 Grad sind es am Tag, 4 in der Nacht. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit Oldenburg 360 Grad. Thema dann bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.